Hallo bei Notfallmedizin. Wir sind immer noch hier in Garmisch-Partenkirchen auf den Kindernotfalltagen und haben ein paar echte Experten vor der Linse. Jetzt neben mir ist Sebastian Rousseau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und Sebastian ist all denen, die sich mit Atemweg irgendwie auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich ein Begriff. Deswegen habe ich mir direkt die erste Frage zurechtgelegt: Wann muss ich ein Kind intubieren? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Bei dem Thema geht es ja um die Frage der Atemwegssicherung bei Kindern. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, dass Atemwegssicherung bei Kindern und Intubation würde ich gerne mal ein bisschen trennen. Tatsächlich ist es ja so, dass Atemwegssicherung viel mehr als nur Intubation ist. Mhm. Es geht ja darum, irgendwie das Kind zu oxygenieren und zu ventilieren, aber in allererster Maße natürlich zu oxygenieren, also Sauerstoff in das Kind zu kriegen. Und das ist natürlich möglich mit ganz, ganz vielen anderen Techniken. Also zum Beispiel gar nichts zu machen und das Kind einfach spontan atmen zu lassen. Das ist für mich eine sehr sympathische Antwort, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Und jetzt kennt man ja so ein paar Sachen, die schweben da immer im Orbit. Das ist Rachen-CPAP, das sind supraglottische Atemwege. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, bevor wir irgendwas in das Kind reinstecken, haben wir nicht vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten, die Oxygenierung zu optimieren oder die Atmung zu unterstützen. Das macht natürlich Sinn. Ja, genau. Weil, guck mal, tatsächlich ist es ja so, dass die wenigsten Kinder überhaupt invasive Maßnahmen brauchen in der Notfallmedizin. Häufig reicht ja eine Sauerstoffvorlage. Und wenn wir dann möglicherweise auch Kinder haben, die vielleicht geschwollene Atemwege haben, dann können wir abschwellende Maßnahmen dazu nehmen. Inhalation mit Salbutamol, Atrovent oder auch ganz pragmatisch mit Adrenalin, was ganz hervorragend funktioniert. Und sollten wir jetzt tatsächlich ein sich erschöpfendes Kind haben, noch mit eigenem Atemantrieb, dann kann man natürlich ganz hervorragend auch mit einer optimierten Gesichtsmaskenbeatmung die Atmung unterstützen, zum Beispiel. Je kleiner die Kinder sind, umso eher brauchen wir eine Schulterrolle, damit wir den großen Hinterkopf ausgleichen, um das Kind in Neutralposition zu bringen. Auch eine Unterkieferprotrusion im Sinne von S-March-Handgriff, Mund leicht öffnen, helfen uns, anatomische Atemwegsobstruktion während der Gesichtsmaskenbeatmung zu überwinden. Und tatsächlich ist es so, dass man die Kinder sehr, sehr gut assistiert beatmen kann, entweder mit einer vorsichtigen Beutelmaskenunterstützung oder auch natürlich mit den modernen Notfallrespiratoren im Sinne einer nicht-invasiven Beatmung. Okay, das ist doch eine relativ klare Aussage. Fangen wir doch mal mit Rachen-CPAP direkt an. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist? Und sagen, ob das wirklich funktioniert. Das klingt ja für mich so als Erwachsenenmediziner irgendwie, das ist ja abgefahren. Genau, tatsächlich. Also da müssen wir Notfallmediziner und auch Anästhesisten doch was von den Neonatologen etwas lernen. Das Rachen-CPAP nutzt letztlich einen nasopharyngeal eingelegten Tubus, so wie wir es vom Wendeltubus auch kennen, um anatomische Atemwegsobstruktion über die Nase oder über den Zungengrund zu überwinden und letztlich unsere Ventilationsöffnung vor den Larynx zu bringen. Und das klappt überraschend gut. Die Insertionstiefe vom Nasenrachentubus ist genauso wie beim Wendeltubus auch, also vom Nasenloch bis etwa zum Tragus. Kleiner Tipp, man muss aufpassen, dass man den Tubus nicht zu tief inseriert, weil man natürlich relativ leicht im Magen oder beziehungsweise im Ösophagus landet. Und dann hat man wie bei einer Maskenbeatmung mit zu hohem Beatmungsdruck leicht die Gefahr, dass man den Magen aufpustet und nicht das Kind oxygeniert. Das ist so ein kleiner Pitfall, aber als überbrückende oder möglicherweise auch erstmal oxygenierende Technik ist das ganz fantastisch, ja. Und dann stecke ich quasi den Tubus einfach durchs Nasenloch rein und muss wahrscheinlich das andere Nasenloch in den Mund zuhalten, sonst klappt es ja nicht, oder? Das ist, hast du völlig recht, genau, wenn man irgendwo oben Luft reinpustet und dann sollte ich in die Lunge gehen und nicht irgendwie aus den anderen Körperöffnungen wieder rauskommen. Genau, also die Technik ist tatsächlich die, dass man dann bei den ganz, ganz kleinen Kindern in der Regel ist das ja so, dass man mit einer Hand den Mund zuhalten kann, mit der anderen und mit dem Finger das Nasenloch zuhält. Und dann kann man das Kind sehr, sehr gut beatmen. Wichtig ist, dass man sich markiert, auf welcher Höhe ist der Tubus etwa auf dem Nasenloch, dann an der Stelle auch fixiert und dann kann man relativ gut beatmen. Einige Kollegen sagen, sie nehmen den Konnektor vom Tubus ab, schneiden den Tubus ab und stecken ihn wieder drauf. Ich glaube, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Manchmal ist es auch ganz schön, wenn man noch so ein bisschen längeren Tubusbereich hat und sich den Beatmungsbeutel daneben legen kann zum assistierten Beatmen. Und das ist aber schon eine Beatmungsform, wenn ich das als Notfallmediziner dann in den Schockraum so bringe, mit Rachen-CPAP, da meinst du, da wird keiner
lachen, sondern die sagen, ja, der hat es kapiert, das ist so akzeptiert auch. Ja, ich will mal sagen, die Profis werden sagen, Respekt und Anerkennung, nur die Idioten werden behaupten, warum ist das Kind nicht intubiert. Von daher, du machst alles richtig, wenn du das genauso tust. Da freue ich mich sehr. Und dann kommen wir doch direkt zum nächsten Thema, supraglottische Atemwege. Mhm. Das ist ja, das kommt ja immer mehr, eigentlich bei allen. Mhm. Jetzt gibt es da ganz viele verschiedene Devices. Vielleicht ganz kurz zum Larynx-Tubus. Der ist ja eigentlich bei Kindern mehr oder weniger out, oder? Wie siehst du das? Naja, tatsächlich ist es so, dass der Larynx-Tubus als supraglottische Atemwegshilfe enorm viel Gutes getan hat in der Notfallmedizin. Auch gerade muss man sagen, wenn wir eine Reanimationssituation haben. Allerdings ist es so, dass wir wissen, dass der Kindernotfallversorgung, gerade bei kleineren Kindern, wir reden so von Säuglingen, die unter 10 Kilo sind, wir aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage wissen, dass der Larynx-Tubus nicht so gut funktioniert. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, in der breiten Fläche, in den allermeisten Krankenhäusern, in denen Kinder versorgt werden, ist der typische supraglottischer Atemweg nicht der Larynx-Tubus, sondern die Larynx-Maske. Mhm. Und es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, in der Notfallsituation mit irgendeinem Instrument zu arbeiten, was ich allenfalls aus dem Prospekt vielleicht am Mannequin mal gesehen habe, aber nie am Patienten, also am Kind, angewendet habe. Und das sind die Gründe, warum es seit 2017 auch eine relativ klare, breit aufgestellte Empfehlung gibt, vom Larynx-Tubus bei Kindern in der Notfallsituation eher Abstand zu nehmen. Okay. Und wenn ich jetzt dann aber die Larynx-Maske habe, also schon mal das richtige Device, und das Kind atmet einfach so ein bisschen schlecht und ich will damit beatmen, kann ich das dann einfach in den Mund reinstecken? Das Kind wird ja wahrscheinlich so ein bisschen würgen, aber das muss dann halt da durch. Oder wie mache ich das von der, ich sag mal, Narkoseführung auch? Du stellst eine gute Frage. Während wir den Nasenrachentubus auch beim spontan atmenden Kind mit erhaltenen Schutzreflexen noch einführen können, ohne dass wir jetzt zwingend würgen, pressen oder möglicherweise regurgitieren zu befürchten haben, ist das bei der Intubation, aber auch bei den supraglottischen Atemwegshilfen anders. Mhm. Es ist nur, weil der Atemweg weniger invasiv ist, heißt das nicht, dass man während der Insertion nicht auch ausreichende Reflexdämpfung bräuchte. In diesem Sinne ist die Larynx-Maske als Alternative zur Oxygenierung eines Patienten hochgradig sinnvoll, wenn man allerdings davon ausgeht, dass wir keine Reflexe mehr haben oder auch vielleicht notwendigerweise Narkose eingeleitet haben. Beim wachen, etwas noch winkendem und sich wehrigem Kind eine Larynx-Maske einzuführen, das kann auch gern mal scheitern. Okay, und das heißt, wenn wir jetzt schon dabei sind, jetzt in jeder Anästhesieeinleitung steht ja immer im Zweifel immer wach werden lassen. Das heißt, ich nehme natürlich keinen Relaxanz, oder doch? Das, was du gerade ansprichst, die Frage der Narkoseführung oder auch die Frage der Relaxierung, ist letztlich losgelöst davon, ob wir von einer Intubation oder von einer Larynx-Maske sprechen. Für die Notfallmedizin gilt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. In den allerwenigsten Fällen müssen wir in der Kindernotfallmedizin gerade präklinisch überhaupt invasiv die Atemwege sichern. Die allermeisten Fälle können wir entweder durch aggressives Zuwarten lösen oder durch Sauerstoffgabe, inhalative Maßnahmen, die schleimhautabschwellend wirken. Nur in den allerseltensten Fällen sind wir überhaupt in der Situation, die Atemwege invasiv sichern zu müssen. Und man muss sich auch klar werden, wenn man bei einem noch wachen oder Kind mit Schutzreflexen einen Tubus oder eine Larynx-Maske reinlegen will, dann gehört da Narkose dazu. Und an dem Punkt stellt sich die Frage, ist das, was du sagst, theoretisch können wir ein Kind wach werden lassen, tatsächlich möglich oder nicht? Da sind wir uns relativ einig, es ist nicht möglich, das Kind wach werden zu lassen. Wenn wir vernünftig Narkose einleiten, dann haben wir so eine kurze Apnoe-Zeit, dass die Kinder hypoxisch werden und hypoxische Kinder werden nicht mehr wach. Das heißt, wir optimieren uns in diesem Fall a priori die Bedingungen. Okay. Und dazu gehört richtige Narkose und dazu gehört Relaxierung. Gut, das ist ja ein ganz klares Statement, wenn dann richtig. Bevor ich gleich in Teil 2 dir so ein paar Angstbewältigungsstrategien von mir präsentieren werde, wollte ich dich noch kurz fragen, was sind denn so aus deiner Sicht die größten Fehler? Was nervt dich so ein bisschen an Kinderatemwegssicherung? Wo würdest du sagen, also wenn irgendwas hängen bleibt, dann jetzt, das können wir nämlich am Ende perfekt positionieren. Ja, also ich glaube, wir müssen uns davon freimachen, dass wir bei den Kindern zwingend irgendwie invasiv tätig sein müssen. Die Kinder müssen oxygeniert werden. Das geht mit vielen anderen Möglichkeiten
Und wie schon gesagt, im besten Fall, indem man allenfalls eine Sauerstoffmaske mit etwas Vernebelung vor die Nase hält. Aber nicht, indem man den Anspruch hat, man muss das präklinische Kind intubieren. Von daher, ich glaube, wenn wir uns als Überschrift sagen, Oxygenierung geht vor irgendeiner Form von invasiven Atemwegssicherung, dann haben wir schon extrem viel gewonnen und damit können wir sicherlich die allermeisten Kindernotfälle versorgen. Okay, das sind doch super Statements. Dann versuche ich das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also zuerst einmal ein spontan atmendes Kind, was suffizient spontan atmet, 100-mal überlegen, ob das wirklich invasiv jetzt beschnauft werden muss. Dann ganz tolle Methoden, Rachen-CPAP und sonst superklottische Atemwegshilfen, vor allen Dingen eben die Larynxmaske, dann aber auch mit einer Narkose und insgesamt ja dein Statement, do as much nothing as you can. Und zum Schluss, wir haben alle damit bisher überrascht, wenn ihr Fragen habt natürlich, dann stellt sie uns und wir leiten sie dann eventuell auch weiter. Vielen, vielen Dank schon mal und dann geht's bald weiter in Teil 2, Fragen und Ängste in der Atemwegssicherung bei Kindern. Alles klar. Ciao. Ciao.